seid ihr? Hunderttausend Seelen leben in dieser Stadt. Und die sind alle einfach fort? Kleiner Bengel. Bist du? Hab keine Angst. Ich will dir nur ein bisschen den Hintern versohlen. Nicht gerade schmeichelhaft, oder? Für seine und Russlands Ehre, nicht meine. Man kann auch in der Niederlage Würde zeigen. Wer war das? Die waren das. Nein, waren sie nicht. Seien Sie vernünftig. Wer hat diese Feuer gelegt? Eure Majestät. Das waren die. Er brennt lieber seine eigene Stadt nieder, als mit mir zu verhandeln. Ich hätte nicht gedacht, dass er die Courage hat. Dann gehen wir jetzt nach St. Petersburg? Dann muss er das auch abfackeln. Wir haben schon zu viel Zeit verstreichen lassen. Wir würden mitten in den russischen Winter marschieren. Mit Pferden, die dieses Wetter nicht gewohnt sind. Wenn wir zurück nach Polen gehen, können wir dort den Winter abwarten.